So, da ist die Crew wieder zurück. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Crew 2. Wieder mit der Annie und der Rebecca natürlich. Schön, dass ihr zwei immer noch da seid. Hallo. So, Revi, du hast dir in der letzten Folge ein neues Spielzeug gegönnt. Darf das jetzt gleich mal uns ein bisschen präsentieren? So. Ja, das ist cool, aber ich glaube, du bist noch nicht hoch genug, dass ich den präsentieren kann. Meinst du, kannst nicht irgendwo, wenn wir uns hier irgendwo kurz treffen mit den Autos, dass du den mal kurz zeigst? Das Problem ist, ich bin auf einer Rennstrecke. Ich glaube, ich komme gar nicht von der Runde. Moment mal. Kannst du mit dem nicht gerade jedes Auto nehmen, um auf die Straße zu gehen, nicht? Dann muss ich das aber auswählen im Hauptquartier, ne? Und du kannst gleich in den Options das Auto auswählen. Kann ich? Moment mal. Also mir fehlen, wie gesagt, noch 70.000. Das wäre cool, wenn das geht. Moment, wo kann ich denn das machen? Wo wollen wir uns denn treffen? New York? Ausgewählt ist es, das Auto. Ja gut, die Frage ist, komme ich nach New York, ne? Weil ich glaube, ich weiß noch nicht, ob ich da war. Hauptquartier New York, wo wollt ihr euch treffen? Kannst du also eine Herausforderung wählen und dann Blitzreise? Zum Beispiel den Flughafen. Am Flughafen von New York? Oder in Manhattan? Nehmen wir doch da die Radarfalle in Manhattan unten. Dann kannst du da Blitzreise. Ich war noch nie in New York, deswegen. Also, du meinst Final District Radarfalle? Welche Meinung? Ja, genau. Moment, ich guck gerade. Das ist Dallas. Also ich bin jetzt da. Warte mal an, 100 Meter. Ich komme mit meinem Rap-Bild dahin. Monster-Sache in einem Rap-Bull, ne? Warte mal. Bleib mal stehen, Anni. Wo seid ihr jetzt hingegangen? Hingelaufen? Hingefahren? Ich würde mit dir sprechen, Anni. Ne? Ja, ich bleib mal stehen. Machen wir das alle gerade anfallen? Ich mach das mal. Anlauf holen, Flogger. Bei 168. Yes, geschafft. Ja, ich überlege gerade, ob ich einfach einen Moment warte, mir dieses Auto dann auch irgendwann hole. Dann habe ich zumindest ein gutes Auto für die Rennen. Die Frage ist, ob man die auch in den normalen Straßenrennen nutzen kannst. Hey, den Red Bull kannst du nicht wählen, ne? Ne, schade. Das wär's. Gut, aber... Ja, wo bist du denn? Wo seid ihr denn genau? Wollen wir zu den Wahrzeichen Raps? Wohin wollen wir denn in New York? Was ist das denn New York? Central Park? Kevin, check mich mal in New York. Ich finde New York gerade nicht auf der Karte. Rabbi, ich gehe zum Central Park. Kommst du mit? Wegpunkt setzen. Wohin zum Central Park? Ja, fahr mir nach. Wohin? Zum See. Welcher See? Der große? Ja, fährst mir nach. Schau. Ich komme zum Flughafen, wo der Slalom ist. Nee, komm zum Central Park. Ani, warte, ich muss nicht nachfahren soll. Was soll das? Ich fahre im Menü. Du hast mich eh gleich wieder. Ja, jetzt bin ich hier. Hallo. Ich muss so langsam fahren, damit ich Ani hinterher. Also damit ich Ani nicht wieder hier. Dann machen wir heute nur mal ein bisschen. Das, und dann fliegen wir nachher auch ein bisschen. Kevin, kommst du, weißt du, wo Central Park ist? Ich fahr euch jetzt gerade hinterher. Euren Zahlen, Dings entgegen. Euren Namen entgegen. Das sind nur 2,3 Kilometer. Ich bin schon unterwegs. Haben wir gerade ein paar Follower, indem ich einfach im Gegenverkehr ganz knapp an den anderen Autos vorbeifahre. Hier 300, 400. Die Kirche hier kommt mir bekannt vor, Raps. Ja, mir auch. Ja. Easy Rider, okay. Ja, nicht gib mal Gas. Ja, ich habe hier was im Weg. So. Irgendwas ist unter mir. Ja, warum ich doch nicht, mein Auto ist kaputt, ist wie im Central Park sind wegen dir rein.
mit dem Maus mit dem Zahn. Kommt der Offroad? Wie fährt er sich Offroad-Raps? Nicht wirklich gut. Wie gut, mit dem Formel-1-Rennwagen Offroad fahren, ne? Eben geil. Schau mal, wie schön hier. Aua. Wow. Ja, diese Lisa hat mich gerade voll gerammt. Ich glaube, wir stören hier ein Rennen. So. Ah, schon wieder. Aua. Das ist doch eine schöne Location. Hier am See. Pass auf, ich bin hinter dir. Ich suche euch gerade, ob ich da irgendwie hinkomme. Wie mache ich denn ein Foto? Jetzt gehst du auf rechtes. Nee, nicht rechter Stick. Linker Stick. Also sogar das Formel 1 Cockpit stimmt, voll geil. Wie denn, Reppi? Linker John? Stick. Ja. Kannst du ein Foto machen? Wie? Links, also links auf der auf dem Pfeiltasten. Das will ich bei euch. Mach grad ein Foto. Ich hab gerade die Motocross-Maschine. Nett? Baby, wo bist du denn? Du bist gar nicht mehr da, dein Fahrzeug. Ich sehe nur Kevin. Wir werden beide angezeigt. Deins und also, Anna, Rebbi sehe ich und Ani, du bist mit dem Monster-Truck unterwegs. Okay, das sehe ich auch. Ihr seid nur unsichtbar halt beide, ne? Nö, ich sehe Rebbi nicht. Ja, okay, die Bugs, die kennt man ja aus dem ersten Teil von Sekuro, wenn man seine Leute nicht gesehen hat. Aber eigentlich sehe ich euch beide gerade. Ich habe gerade schöne Fotos geschaffen von uns zwei an. Ah, jetzt okay. Jetzt hat Rebbi wieder auf. Nett. Ja, genau. Wir wollten halt mal fliegen gehen. Das war eigentlich schon so die Planung heute. Jo. Let's do it. Ja. Machen wir auch. Ares oder. Moment. Ich muss sagen, das Formel 1 Auto fährt sich bis jetzt am angenehmsten. Ein Auto sehr. Wir gehen mal auf Freestyle. Okay. Ah, die weite Ebene von Texas. Der perfekte Ort, um eine wichtige Technik zu lernen. Enge Kurven. Ihr müsst eine Einladung haben. Einfach den Fuß vom Gas, um mehr Kontrolle zu gewinnen. Immerhin funktionieren die Einladungen. Baust du vielleicht keinen. Ja gut, das Spiel ist jetzt seit nicht mal eine Woche draußen. Ja, etwa eine Woche, doch. Also, dass noch nicht alles funktioniert, ist klar. Hm. Wobei, wenn du bedenkst, früher gab es gar keine Patch, da kam das Spiel auf CD raus und das musste dann funktionieren. Ja, und genau das ist es. Also früher, so vor 10 Jahren, ne? Na, jetzt hast du ja genug Zeugs. Alle 3 Monate soll auf jeden Fall auch ein DLC kommen, so ist es geplant. Das erste wird im September kommen und dann im Dezember kommt der PvP-Modus. Ich wusste nicht, dass das Autos das Flugzeug auch Nitro haben, ne? Flugzeug haben Nitro, ja. Aufsätze durchstarten und ich muss mal gerade die Stelle suchen zum Runtergehen. Okay, das war jetzt mal ein Tiefflug. Ich habe alle 3 schon gemacht. Same. Ich nehme mein Looping nicht. Alter, ich habe 2 Loopings gemacht und er sagt, nö, ist nicht. Alter, nimmst du diese scheiß Looping? Ich habe jetzt den 3. mittlerweile gemacht und er sagt, nein, ist nicht, mache ich nicht. Du musst immer noch eine Weile geradeaus fliegen, nachdem du den Looping gemacht hast.
Ja, du musst das Flugzeug komplett gerade halten lassen. Jetzt hat er. Zeig den Fans noch mehr davon. Außenlooping, Senkrechtflug, Sturzflug. Geschafft. So. 2837. 2087. 3. Er war 2900. Ja, ich musste den Looping irgendwie dreimal neu ansetzen oder so. Irgendwie wollte er den nicht. Aber egal. Geschafft ist geschafft. Wir haben es alle drei gepackt. So, bauen wir mal ein bisschen um. Nun mal. Hm? Tune mal ab. Ja. Ich habe gar keine Teile gekriegt. Wo sind die denn? Zwei neue. Gut, dann gehen wir mal gleich in den nächsten Teil. Wir haben noch Monster Truck Rennen, wir haben noch Jet Rennen, also Jetski. Und dann machen wir den letzten Teil für den für die Flugzeuge, zumindest für die Freestyle-Flugzeuge. Heute fliegen wir in der Flugverbotszone von DC. Das nenne ich Freizeit. Die Einladungen sind raus. Freestyle macht auch irgendwie Laune, weil du dich einfach ein bisschen austoben kannst. Ich würde ja gerne mal wissen, was passiert, wenn du es nicht zum Starterfeld schaffst. In der Zeit. Ob du da nicht starten darfst? Keine Ahnung. Ich soll eigentlich mal ausprobieren. Jetzt hol mal richtig tief Luft. Oh, Baum. Ich hab da den ersten Baum mitgenommen. Rolle. Senkrechtflug. Ach so, ja, das ist der hier. Geschafft. Warum gibt es Senkrechtflug bei mir nicht? Jetzt hat es ihn genommen, ne? Freestyle-Zeit.
Ups. Abgeschmiert. Tiefflug, Messerflug, Beinahunfall. Alter, wie willst du einen Beinahunfall machen mit dem Flugzeug? Knapp am Baum vorbei oder was? An einem Haus vorbei? Das sind Häuser. Ja. Vermutlich auch irgendwie sowas. Ein Außenlicht. Ja. Du musst jetzt auch nur noch beinahe unfallen. Ja, beinahe unfällt ist es nicht, weil das ist Tiefflug. Wenn du knapp über die Häuser bei fliegst. Mir. Ich glaube, du musst mit dem Auto knapp vorbeifahren. Fliegen. Ja, ich hab's. Wie hast du das gemacht? Ja. Ganz knapp am Zeug vorbeifliegen. Halt beinahe dran, aber nicht ganz. Okay. Einen Unfall habe ich auch. Unter der Brücke durch und so Zeugs. Ne, ich hab's nicht geschafft. Also kein Bananenfall, den Tiefflug auch nicht, aber 2500 Punkte immerhin noch gemacht. Nice Loot. Neuer Rumpf und neues Getriebe. So. Auf die Uhr. Ist noch zu früh. Wir müssten irgendwo bei einer Viertelstunde liegen. Ich habe kurz nach halb haben angefangen. Mhm. Gut, dann machen wir noch was anderes. Habt ihr irgendwo speziell Bock drauf? Spielt keine Rolle. Wie gehen wir? Ah, dann machen wir mal Touring Car. Gehen wir mal wieder. Das ist cool. Gehen wir mal wieder auf die Autos. Ja, ich habe so das Gefühl, bei dem Touring Car, also zumindest ist das bei der gestrigen Aufnahme mit Rebby gewesen, so, dass er sich so ein bisschen wehrt gegen die Drifts. Willkommen zu einer alten Familientradition, dem Bischof-Familien. Als ob die Traktionskontrolle zu hoch ist. Sowas halt. Wo ist das Pentagon? Hier ist diese Säule. Die kenne ich auch hier. Einladung wäre raus. Wenn du mit dieser Tradition brichst. Sind wir über Washington denn voll? Washington. Ja, da hatte ich schon ja gerade in Washington Vororte. So. So. Baby, wenn du willst, meine Katze steht so ab und zu beim Vierer. Was sie abholen. Das wäre schwierig, wird schwierig wegen meinem. Ich glaube, der würde das nicht packen. Also, der will, will keine anderen Tiere bei sich im haben. Anni, was war jetzt das? Was? Ja, du hast mich gegen die Wand gerammt. Glaube ich, Baby? Ja, aber über Adi beschweren. Ja, aber ich kann ihn nicht dran sprechen, ganz weit hinten. Ja, ja. Ja, jetzt hat mich aber Kevin ihn auch. Aber nicht mit Absicht, du wolltest einfach so vorbei, wo es einfach nicht ging und ich bin so weit rausgerutscht. Der rutscht halt sehr weit nach außen weg. Entschuldigen Sie, da kommt keiner vorbei an mir. Ach, Anni nimmt denselben Weg. Ich bin ihr quasi fast hinterher gefahren. Ja, shit happens. Ja, er rutscht halt sehr weit. Ich finde das Handling von dem Touring Car sehr, also schlimm. Ja, 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 ist mir aufgefallen, dass er damit. Na, mal gucken, ob wir überhaupt mal einen Rennen wiederholen müssen oder was also wieder jetzt auf Anhieb schaffen. Mal
Revi ist momentan Dritter, daher geht's. Oder müssen, ja doch, wir müssen wieder Top 3 erreichen, ne? Deinem Auto. Weiß ich nicht. Ich hab's tatsächlich auch nicht, ich hab da auch nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Nehmen an, schon. Ja, ich glaube, es sind nur ein paar wenige Rennen, wo es halt nicht muss. Aber jetzt, du fährst an einem Auto vorbei, verbremst dich leicht, rutscht in den rein und dann fahren vier Autos an dir hinten vorbei. Sorry, Anni. Ich weiß nicht, ob ich dich berührt habe. Bisschen egal. Ja, ich bin. Der ich rutscht, wie gesagt, der rutscht halt sehr extrem. Im Ernst, sie hat Pokale. Die KI rutscht so gut wie gar nicht, ne? Mhm. Das sind super, die sind viel besser. Schlicht und einfach, genau so mag ich es. Weil du rutscht in ein bisschen zu weit raus in der Kurve und jetzt zieht innen einer durch. Ich versuche mich jetzt irgendwie auf der 2 der Revi zu halten. Alter, wie der vorbeigeht da, ne? Ich werde richtig machen, ob es reicht. Ja, ich werde Fünfter. Jetzt mit der letzten Kurve ist der mir in voll durchgeflogen. Immer noch Letzter, das war nichts mehr, nachdem ich da mit Kevin aneinander geraten bin. Egal. Ja, hat aber gereicht. Top 3. Schade. Da liegt der Loot. Immerhin. Neuer Motorblock und neue Reifen. So. Ja, 243 mittlerweile. So, einen machen wir noch. Haben wir noch mal einen Touring-Car und dann werden wir leider wahrscheinlich Anni verabschieden müssen. Ja, alles genau. Gut. So. Ein Rennen wie dieses ist eine Rückschau. Ach so, Moment. Das war jetzt irgendwas falsches starte. Ich gucke nochmal nach den Rennen. Nicht, dass ich wieder ein altes Rennen starte. Das ist nämlich, glaube ich, fast passiert gerade. Nee, ist es nicht. Okay. Eine Chance, zu den Ursprüngen zurückzukehren. Über die Zukunft dürfen wir die Vergangenheit nicht vergessen. Einladung ist raus. Die richtige Balance zu finden ist wichtig. Und dazu ist manchmal Oldschool angesagt. Ah, ja, Leihwagen Mercedes-Benz. Mhm. Oldtimer. Ach Gottchen. Ja, mal gucken, wie die Dinger sich fahren lassen. Wasser. Ah, die hängt da direkt in der Mauer. Kam nur die Kurve rum. Mercedes 300 SL. Haben die da 55 da? Nimm, nächstes haben wir nur mal Platz 8. Ich liebe es, an Oldtimern wie diesem rumzuschrauben. Weißt du warum? Keine nervigen Computer. Nur ich und die Maschine.
Scheißstrecke, ey. Du machst einen Fehler und alle ziehen sie wieder innen an dir vorbei. Das ist scheiß schon Auto! Ja, Scheißstrecke, scheiß Auto. Scheiß Wetter. Ich seh nichts, ist zu dunkel. Ja, die ist ziemlich merkwürdige Strecke. Ich hoffe, du glaubst nicht, dass es einfach wird, nur weil das hier ein Oldtimer ist. Es gibt keine Servolenkung, darauf solltest du vorbereitet sein. Denn um diese wundervolle kleine Bestie unter Kontrolle zu halten... Ihr habt, glaube ich, die gleiche Sprachausgabe da gerade, ne? Ja. Weil das Ding keine Servolenkung hat. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Naja, fährt sich jetzt... Mein Mercedes AMG fährt sich auch nicht besser. Ja, eigentlich nicht. Es gibt einen Grund, warum die Leute solche Rennen lieben. Nur Können und Stahl. Kein Schnickschnack. Aua. Einmal rechts in die Bahn, einmal links in die Bahn und schon, zack, bist du wieder Letzter. Und tschüss. War ich was rein, ne? Nee. Oh, okay. Weil ich hab da auch was dran. Nee, du hast einen KI-Fahrer hinter dir gehabt. Ich bin von ziemlich alleine in die Wand. Ich hab Rachel überholt. Hab sie zurück überholt. Soweit es mich betrifft, sind das die wahren Rennen. Und alles andere ist nur Beiwerk. Es ist auf einfache Weise elegant. Keine Tricks, keine Gimmicks. Hier zeigt sich der wahre Rennfahrer. Was ist das für eine dumme Strecke? Auf der scheiß Fahrten, oder? Eigentlich brauchst du nur aufs Gas zu drücken, und der Rest macht die Bande. Bremsen, scheiß was drauf. Alter, warum ab hier von mir? In Piste war uns fahren. Nächster, ich werd nicht Letzter. Ich bin wieder Dritte und ich bin aus dem Prinzip. Na, mein Siebter. Ja, einen habe ich doch in die Wand gehauen. Reifen, Motorblock und Steuergerät. Neues Fahrzeug verdient, diese Schrottkiste. Tatsächlich. Mercedes-Benz 300 ist. Hey. Der jubelt das Herz. Kevin fährt Bande. Geschichte ist ein permanenter Wandlungsprozess. Aber wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Es gibt so viel, worauf wir stolz sein können. So viele große Rennen und große Fahrer. Dieses Erbe macht uns zu dem, was wir heute sind. Und zeigt uns, was wir morgen sein werden. Egal, was sich ändert. Jetzt hätte ich fast einen Mercedes getuned. Was? Ich meine, du bist ja eh zugeschissen mit Teilen für das Auto. So schnell zu tunen, ne? Oh, vielleicht fährt er ein bisschen besser danach. Wer weiß, wer weiß. Bitte neuen Reifen. 254er Reifen noch drin. Machst du das jetzt wirklich? Ja, ey, die Teile kosten doch nichts. Aber du kannst doch mit deinem AMG tunen. Stimmt, hätte ich machen können. Ja, es ist zu spät. Mach mir den Oldtimer. Ja, passt. Gut. dann würde ich sagen, verabschieden wir uns heute oder für heute und sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann wahrscheinlich nur noch zu zweit. Bis dann und dir eine gute Nacht, Anni. Tschüss.